Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors 2. Ja, ihr seht, ich bin heute mal wieder mit dem RH8-Account hier unterwegs und hier ist ja was total Verrücktes passiert. Ihr habt das im Thumbnail schon gesehen. Ja, hier wurde einfach mal ein Rathaus vergessen im Clankrieg. Denn den letzten Clankrieg hier haben wir doch noch gewonnen. Ich glaube es gar nicht. 74-72. Ich hatte eigentlich gedacht, als ich hier das letzte Mal im Clan war zum Clankrieg, dass wir diesen Clankrieg verlieren, denn wir hatten nur noch zwei RH8 offen und hatten, ich glaube, 72 Sterne. Und hab dann eigentlich schon gesagt, Leute, das haben wir leider verloren an der Stelle. Aber jetzt guckt mal, ja, also wir haben auf unserer Seite hier dann doch noch was geholt. Wir haben nur einen Stern vermisst, nämlich hier oben auf die erste Base. Ja, auf die erste Base nur. Und der Gegner hat uns hier oben komplett gedreiert. Und wie gesagt, es waren nur noch zwei Achter auf. Und ihr könnt selber sehen hier, ihr habt noch ein Elfer hier einen Angriff offen. Es hat hier noch einen Neuner einen Angriff offen. Und noch einen Neuner einen Angriff offen. Also die hätten alle locker einen RH8 packen können. Aber jetzt guckt euch das an hier. Keiner hatte die Traute, den ACC hier anzugreifen. Und deswegen blieb der hier 0 Sterne los. Also das ist echt mal krank, muss ich sagen. Und ich möchte nicht im Chat des anderen Gegners gewesen sein, als der CK hier auslief und hier wurde einfach mal eine Base vergessen. Also wirklich, wirklich krank. Habe ich auch noch nicht erlebt, sowas. Deswegen gehört sowas sicherlich auch mal in eine Folge rein. Da kann man ja mal ein bisschen drüber schmunzeln, drüber lachen. Vielleicht ist das bei euch auch schon mal passiert. Während wir hier einen schönen Angriff auf den 22 sehen, auf den, wie heißt da, Anger vom Marcel hier. Marcel ist ja ein alter Kollege aus den True Warriors 1, also er hat irgendwann einen neuen Account angefangen, weil er seinen alten einfach verkauft hat. Ne, verliehen hat. Entschuldigung. Nein, nicht mal verliehen. Verschenkt. Verschenkt hat. Und wollte eigentlich nicht mehr spielen, hat dann doch irgendwann wieder angefangen und übt sich jetzt hier schon mit zwei Drachen, sehe ich gerade. Ja, das ist besonders krass. Aber ihr habt es im Thumbnail auch gesehen, so ganz irgendwo eine Ecke habe ich es versteckt. Ich habe auch eine Bitte bzw. einen Aufruf an euch, denn ich spiele ja bei der Local Clash in Köln mit am Samstag, also am kommenden Samstag. Und fatalerweise sind uns zwei Leute abgesprungen. Also das ist ein Turnier, ein Clash of Clans Turnier mit, ich glaube es sind 16 Clans, A5 Leuten, also ein RH11, das wird bei uns der Mustango sein. Ein RH10, das werde ich sein. Und ein RH9, das wird der Hocke sein. Und uns fehlt leider ein RH9 und ein RH8. Also, wer Lust hat, mit uns nach Köln zu fahren, beziehungsweise wir treffen uns dann in Köln. Ich habe euch unten in der Beschreibung einmal reingepastet, wo ihr die ganzen Infos findet. Der kann sich gerne bei mir melden. Ihr müsst allerdings auch bei Discord euch angemeldet haben und müsst einen Account haben, denn dort müssen wir euch einmal im Channel haben, um euch vorzustellen als Spieler, mit welchem Account auch immer, das ist egal, aber wir müssen 5 Leute sein, die da quasi physikalisch stehen. Es kann also nicht sein, dass ich jetzt 3 Accounts bespiele, also ein RH9, ein RH8 und ein RH10, das ist leider nicht zulässig, sondern wir brauchen wirklich 5 Spieler an der Stelle. Das, was zulässig ist, das habe ich mal abgeklärt, ist, dass jemand zum Beispiel meinen Chief-Account bespielt. Ja, ich habe ja mehrere Tablets und Handys dann am Start mit den jeweiligen Accounts und ich kann diesen Account hier jemand anders geben. Das heißt also, ich drücke euch ein 10-Zoll-Tablet in der Hand, da ist der Chief-Account drauf und ihr bespielt ihn bitte. Genauso kann ich das mit dem RH9-Account von mir machen. Dafür halte ich mir den Avatar frei. Der spielt jetzt zwar gerade ein CK, aber zum Samstag ist er dann wieder frei. Und kann dann an der Stelle auch das genauso mit dem RH9-Account machen. Was natürlich nichts bringt, ist, wenn sich jetzt vielleicht tatsächlich jemand meldet, aufgrund dieses Videos hier, dass ich jemanden habe, der vielleicht jetzt hier ein Level oder ein Rathaus 6 oder ein Rathaus 7 hat und muss dann plötzlich ein Rathaus 9 bespielen, denn ich weiß, ich sag's einfach mal, der noch keine Erfahrung damit hat, wie man Truppen setzt, wie man Go Vibe umsetzt oder ein Go Laloon
Und dann auch auf relativ, entschuldigt, auf relativ starke Bases. Das bringt uns an der Stelle nichts. Also wer einfach Lust hat, mit uns zu clashen, wir suchen also wie gesagt noch zwei Mitspieler für uns. Und ihr seht, ihr könnt euch das nachlesen, beziehungsweise könnt euch auch das Video dazu anschauen. Es gibt auch ein Video dazu mit den ganzen Erklärungen. Aber auch bei Discord steht nochmal alles erklärt. Der kann uns gerne begleiten, beziehungsweise wir werden uns da treffen. Also ich werde dort relativ früh morgens sein, weil ich ganz entspannt da hinfahren werde oder ganz entspannt hinfahren möchte. Und es gibt allerdings noch eine Bedingung. Ihr müsst mindestens 16 Jahre alt sein, ja, um dort teilzunehmen. Das kommt auch noch dazu. Und deswegen sollten es denn schon etwas ältere Clasher sein. Mir war es eigentlich bisher am liebsten, dass sie gesagt hat, Mensch, da finden wir doch wohl noch zwei aus dem Ruhrpott, die eben mal nach Köln flitzen für ein paar Stunden. Also das Turnier geht, glaube ich, um 12 Uhr los und dauert 6-7 Stunden, meine ich. 6-7 Stunden in einem Hotel, aber wie gesagt, ihr findet die Infos in meiner Beschreibung zu diesem Video hier. Und ja, vielleicht sehen wir uns. Ich würde mich total freuen, denn ich möchte jetzt ungern absagen, nur weil zwei Leute jetzt gesagt haben, wir machen es nicht. Also unsere starken Kämpfer, also 10, 11 und 9, sind dort am Start und uns fehlen jetzt einfach zwei. Ich habe jetzt auch schon der Leitung gesagt, wir sagen nicht ab, wir finden sicherlich noch zwei Leute. Es gibt auch dort bei Discord immer welche, die noch was suchen, beziehungsweise auch noch andere Clans, die dort suchen. Also vielleicht schnuppert ihr einfach mal rein, bietet euch an. Es gibt dort also schon die Rubrik Clan sucht Spieler, Spieler sucht Clan. Und vielleicht könnt ihr mit dabei sein, also würde mich total freuen. Ich bin auch angeregt worden, so ein bisschen vielleicht einen Videoblog zu machen, darüber weiß ich noch nicht. Das kann ich ja gar nicht, also da bin ich sehr unerfahren, was Kameraführung oder sowas angeht. Ich habe auch überhaupt keine, das müsste ich mit meinem Handy machen oder mit einer GoPro. Und ja, mal schauen, wie wir das hinbekommen. Aber irgendwie wird das unter Umständen gehen. Während ihr hier ganz lässig ein paar Angriffe von uns seht, hier vom Magnethelm auf den Deni 020. Ein schön, ja, was ist das? Ein, mit Riesen, also ein, wie nennt sich das? Givibova oder so, oder Gohova Babo. Irgendwie ist das so. Irgend so ein Name hat diese Kombi auch. Und ich habe die Angriffe hier, wie gesagt, ich bin im Moment sehr, sehr, sehr spärlich in Clash of Clans unterwegs. Vor allen Dingen jetzt, wo die Woche wieder angefangen hat. Ich habe einen ganzen Haufen auf der Arbeit auch zu tun und bin auch länger weg. Es ist jetzt auch schon nach 8 Uhr, wo ich überhaupt erstmal jetzt anfangen kann, etwas für den nächsten Tag zu drehen. Denn ihr wisst selber, ich drehe immer sehr, sehr zeitnah, damit ich euch auch was aus unseren aktuellen Clan-Kriegen zeigen kann. Ob das Taktiken sind oder ob das schöne Angriffe sind, das sei mal dahingestellt. Aber ich denke, jeder kriegt hier so ein bisschen was mit, kann ein bisschen angeregt sein und deswegen hoffe ich, dass ihr das nach wie vor hier in Ordnung findet, dass ich nicht unbedingt 8 Folgen mache, wo es sich um Farmen dreht. Ja, Farmen, das mache ich im Hintergrund irgendwie, sondern wir wollen ein bisschen was von Clash of Clans sehen und Clash of Clans ist einfach Clankriege spielen. So ist das nun mal, für mich zumindest. Und deswegen möchte ich immer noch nach wie vor viel, viel aus unseren CKs zeigen. Oh, guckt euch das mal an. Ich habe den Angriff noch nicht gesehen. Die vier Tesla, die da gerade so hoch ploppen, ey, krass. Aber schön nochmal den Hai gesetzt hier am Ende. Ah, geiles Ding. Naja, hat er mit seinem Mini-Troll hier am Ende mit den Teslas nicht wirklich Erfolg gehabt. Der Gegner hier, schön gemacht hier vom Masse, das ist übrigens auch ein Account von Mastengo hier, ein kleines RH9. Und wie gesagt, wenn ihr uns treffen wollt, wir könnten uns gerne in Köln sehen. Ich würde mich total freuen. Freue mich da sowieso drauf, weil ich dort echt viele nette Leute, denke ich mal, kennenlerne. Es kommen echt starke Leute da auch hin, also mit wirklich guten Dörfern, gute Angreifer. Und auch einige YouTuber werden dort vor Ort sein und die sicherlich auch hier in unserer überschaubaren Szene bekannt sind, wo ich auch selber teilweise die Videos von den Leuten gucke, wo ich selber Abonnent bin. Das wisst ihr, ich gucke auch gerne bei anderen Leuten rein und mache da überhaupt keinen Hehl raus, weil ich es auch gerne mache. Ja? Also die schauen gerne Clash of Clans, ich schaue gerne Clash of Clans oder was sie auch immer machen.
Und von daher finde ich das immer in unserer kleinen, aber schicken Gemeinde, ja, finde ich einfach top, muss ich sagen, wenn man da so ein bisschen zueinander, füreinander hält und nicht so bissig hier irgendwie gegeneinander hält oder, ja, ich will nicht sagen, ja, was heißt gegeneinander, neidisch auf irgendwas raufguckt oder sowas, das ist totaler Blödsinn. Wo ich jetzt bei dem Punkt angelangt bin, der Stream am Wochenende hat mich echt umgehauen, muss ich sagen. Ich habe wirklich erstmal, ich habe ja um 12 Uhr, nee, ich habe von 9, glaube ich, oder halb 9 bis 12 Uhr am Samstag gestreamt und hab das, man kriegt das ja im Stream gar nicht selber mit, ja, der Chat rattert da runter, man ist im Spiel, zeigt irgendwas, schaltet mal um und geht mal raus, muss mal irgendwie auf Toilette und kriegt eigentlich gar nicht so rundherum mit. Und ich habe dann erst später auch von meinem Sohn erfahren, ja, danke für die über 1000 Abonnenten sind es ja jetzt schon, also echt ein krasser Anstieg hier. Da habe ich auch gedacht, ey, was war denn hier heute Abend los? Ich habe mir die Statistiken auch mal angeschaut, also wirklich, wirklich nice. Auch auf Twitch habe ich die 100 Follower überschritten. Das war so ein bisschen mein kleines Ziel an dem Samstag, dass ich dort 100 Follower schaffe. Und auch dort sind es, glaube ich, 119 oder 120 geworden. Also auch für mich als kleiner YouTuber hier sind das wirklich sensationelle Erfolge. Und nach wie vor bleibt das Ganze aber ein Hobby hier für mich. Und auch ein Hobby, denke ich mal, für euch, dass ihr nach wie vor bei mir, ja, schöne Klankriege seht, schöne Angriffe seht, so ein wie vom Flashloop hier auf die Nummer 2, ja, die Nummer 1 ist ja leider, habt ihr gesehen, mit 2 Sternen leider offen geblieben, das machte aber nichts, der Gegner hat ja ein Rathaus vergessen hier, also wirklich, wirklich krass, als ich hier reinkam und dachte, naja, komm, die Leute, die Jungs hier sind nicht gut drauf, im Moment ist der Clan immer noch rappelvoll hier, wir sind echt auf dem super Weg nach Clan Level 3 hier. Habe ich eigentlich gedacht, oh, die Jungs sind bestimmt schlecht drauf, Clankrieg wieder verloren. Und dann gucke ich auch aufs Ergebnis und konnte es gar nicht glauben. 74, 72. Und dann musste ich erstmal reingucken, was ist denn da passiert? Wieso haben die 2 Neuner nicht mehr gemacht? Ja, das waren super 6 Sterne wären das gewesen. Also wie gesagt, die hatten 69. Mit den 6 Sternen wären es 75 gewesen. Alle Bases hätten die 3 Sterne. Und ja, es war einfach nicht so. Das fand ich total klasse. Mir ist das echt spät aufgefallen erst. Und sind auch aktuell wieder im CK, also ihr seht hier richtig krasses Ding und das gab natürlich auch richtig gute EP hier für uns. Das kam auch noch dazu. So, wir sind auch aktuell wieder im CK zurzeit drin, na, da sieht es ein bisschen bedeckter aus. Der Gegner ist ebenbürtig, aber er hat hier so ein dusseliges RH, wo ist er hier, RH8 dazwischen, hier so eins hier, der macht uns ganz schön zu schaffen. Vor allen Dingen mit seinen Buddlern hier auf 4. Also der hat hier schon einiges gelegt. Ich meine, ist eigentlich scheiße. Sind wir mal ehrlich, ja. Aber der hat 2 Helden und der hat Level 4 Miner. Und die rocken hier ganz gut durch die Bases. Aber auch dieser hier hat nur 2 Angriffe. Und deswegen, ja, was heißt, sehe ich zuverlässig? So will ich es mal nicht sagen. Ich bin, glaube ich, noch nicht angegriffen worden. Und sehe mal zu, dass ich hier jetzt meine beiden Angriffe mache. Also wie gesagt, nochmal hier der Aufruf. Wenn sich jemand dafür interessiert, mit uns zur Local Clash nach Köln zu fahren, meldet euch bei mir. In meiner Kanalinfo ist auch meine E-Mail-Adresse drin. Die könnt ihr hier als angemeldeter YouTuber jederzeit abgreifen. Also ihr könnt euch die anzeigen lassen, könnt mir eine E-Mail schreiben oder auch in den Kommentaren. Bei Discord bin ich eigentlich die ganze Zeit jetzt im Chat, um zu sehen, dass wir noch Leute kriegen. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns in dieser Woche wieder mit weiteren Folgen von mir, dem Thorsten, Akatoto. Bis dahin. Ciao, ciao.